Fettchef Paul hat am Freitag in Jackson Hole klar gemacht, was ohnehin klar war, aber nun gewissermaßen offiziell abgesegnet ist und die Märkte reagieren. Wir sehen, dass die Struktur der Märkte sich verändert. Mit dieser Aussage von Jerome Powell, Mission accomplished, Inflation jetzt kein Problem mehr, aber der Arbeitsmarkt, das könnte schwierig werden. Unübersehbar die Abkühlung, so Fettchef Paul, und die Märkte haben sich gesagt, naja, das Glas ist halb voll, also die Zinsen sinken, aber den anderen Teil, dass der Arbeitsmarkt sich stark abkühlt und damit Jerome Powell vielleicht doch ein kleines Signal in Richtung Rezession gibt, das hat man erstmal ein bisschen ignoriert. Also sagt man sich jetzt, gut, wenn die Zinsen sinken, dann kaufen wir das, was von sinkenden Zinsen profitiert, und beenden diese totale Fokussierung auf diese wenigen großen Tech-Aktien auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hofft man, dass das nicht eintritt, was immer wahrscheinlicher wird, nämlich dass es zu einer Rezession kommt, und das Wohl und Wehe der Aktienmärkte hängt eben an der Frage, jetzt, denn nachdem klar ist, dass die Zinsen sinken, Rezession ja oder nein. Die Wall Street sagt, lass uns mal die Daten ein bisschen ignorieren. Das könnte sich allerdings im September ändern, der ja ein sehr volatiler, ein gefährlicher Monat für die Aktienmärkte ist. Schauen wir uns das ganze Setup mal an, wie sich die Struktur der Aktienmärkte verändert. Und ich hoffe, Sie können das gut erkennen. Hier links sehen wir in diesem Chart RSP, das ist der gleichgewichtete S&P 500 Index, also wo alle Aktien das gleiche Gewicht haben. Daneben rechts der Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq ETF, dann der SPY, also der S&P 500 marktgewichtet, und rechts der IWM, praktisch also der Nebenwerteindex Russell 2000. Und auffallend ist, dass Triple Q, also die Nasdaq-Werte, deutlich schlechter laufen, dass die gleichgewichteten S&P 500 Aktien oder der Index gleichgewichtet besser läuft. Das heißt, wir sehen eine Verschiebung dieser ganzen Geschichte in Reaktion auf die Aussagen von Paul am Freitag. Aber wenn wir uns das große Bild mal anschauen, sehen wir oben RSP, also der gleichgewichtete S&P 500, neues Allzeithoch, SPY, marktgewichteter Index in der Mitte, nicht neues Allzeithoch, aber nicht weit entfernt. Und unten sehen wir den Triple Q, also Nasdaq, letztendlich dominiert von den großen Tech-Werten, ziemlich weit entfernt von den Allzeithochs. Dazu diese rote Kerze, eine Art Control Bar. Das wird interessant. Können wir diesen Einbruch vom Donnerstag kompensieren, komplett wettmachen, ja oder nein? Das wird für den Nasdaq das Entscheidende sein. Und es macht durchaus Sinn, diesen Shift zu machen, denn die Wachstum Aktien sind historisch teuer in Relation zu den Value-Aktien. Hier sehen wir das mal. Das war nur noch in Dotcom-Blase extremer als im Grunde derzeit. Value ist in Relation zu Growth relativ billig. Und jetzt erwartet man, hofft man, dass die anderen 493 S&P 500 Aktien respektive die Unternehmen eben auch aufschließen in Sachen Growth. Bisher war es ja vor allem Big Tech, das die Gewinne eingefahren hat, die Magnificent Seven. Hier dieser grüne Balken, und der blau waren eben die 493 anderen. Das wird sich jetzt angleichen, und das würde bedeuten, dass natürlich die Bewertung anders bewertet werden müsste. Das ist sozusagen das Ding. Jedenfalls sehen wir schon am Optionsmarkt, wie jetzt vor allem Russell ETFs gekauft werden, also Long in diese Nebenwerte, die ja nicht so gut gelaufen sind, bei denen ja 40% aller Unternehmen Verluste machen, die teilweise eben unter dieser Schuldenlast leiden, die hochverzinst ist. Aber die Hoffnung ist jetzt da, ja, wenn die Zinsen sinken, dann wird alles gut für diese Unternehmen. Man blendet ein bisschen das Risiko aus, ja, aber was passiert mit einer Rezession, oder wenn die Rezession kommt, dann wären diese Unternehmen deutlich gefährdeter, weil sie eben wenig Puffer haben, wenig Masse haben, um das Ganze abfedern zu können. Und hier sehen wir das nochmal, was ich jedes Mal zeige, weil es derzeit eben die entscheidende Grafik ist aus meiner Sicht. Zinssenkungen sind angekündigt. Ist das gut für die Aktienmärkte? Ja oder nein? Ja, wenn die Rezession nicht kommt. Nein, wenn die Rezession kommt, weil eben dann die Fed die Zinsen senken muss. Und da schauen wir uns mal den City Economic Surprise Index an. Stand 22.08., aber letzte Woche waren ja kaum Daten. Da sehen wir, das sieht nicht so richtig gut aus. Die Wall Street sagt sich, wen interessiert schon die Realität? Wir haben doch das Prinzip Hoffnung. Und Hoffnung ist eben jetzt das Motiv, das auch verkennt, dass die letzten Zinssenkungen jetzt nicht so bullisch waren. Wir hatten die letzten
Zinssenkungen im Jahr 2001 oder ab 2001 und ab 2007, respektive dann eben auch 2020 und zumindest im kurzen Zeitfenster oder in einigem, ja, oder was, wie soll man das sagen, es ist nicht uneingeschränkt bullisch in diesen letzten drei Fällen gewesen, also 2020 wegen Corona, 2007 wegen Finanzkrise und 2001 eben wegen Platzen der Dotcom-Blase. Meine Stimme verlässt mich hier fast schon. Wir haben in dieser Woche einige Daten, ja, aus der zweiten Reihe teilweise, aber eben zum Beispiel BIP, zweite Veröffentlichung, vor allem dann am Freitag die PCE-Inflationsdaten. Aber natürlich wichtig, Nvidia wird am Mittwoch melden. Das dürfte dann für den Nasdaq entscheidend werden, wenn wir uns mal anschauen. Wie ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession? Sehen wir, dass so schnelle Anstiege von Credit Card Delinquencies, also von Ausfällen bei Kreditkarten, eigentlich immer auf eine Rezession hingedeutet haben oder nur in einer Rezession passiert sind. Wir sehen unten zum Beispiel mal Google suchen für ich kann meine Kreditkartenschulden nicht bezahlen. Praktisch auf hoch, was wir da jetzt sehen. Hier sehen wir mal den Breadth der Arbeitslosenquote in den verschiedenen US-Bundesländern. Also wie viele melden einen starken Anstieg? Und hier sehen wir, das geht deutlich nach oben. Auch hier also die Wahrscheinlichkeit gut, dass wir eine Rezession sehen. Wir sehen, dass die Arbeitslosenquote, wenn sie mehr als 20% gestiegen ist, die USA entweder in eine Rezession hineinschlitterten oder bereits in einer Rezession gewesen sind, auch wenn viele oder nur sehr wenige Firmen bisher das Wort Rezession in den Earnings Call in den Mund nehmen, also in diesen Calls mit Analysten. Aber wir sehen, wie schnell das dann eben nach oben geht. Meistens sind wir da auf einem Tief und dann bums, springt das nach oben. Das haben wir in den letzten Rezessionen 2008 und 2020 dann gesehen. Und was haben wir? Ja, der Jerome Powell, der sagt ja, Inflation kein Problem mehr, gell, aber Wirtschaft, Arbeitsmarkt nicht so super, vielleicht da Abkühlung. Und jedenfalls schickte der gute Jerome natürlich den Dollar mit nach unten. Was heißt schwacher Dollar? In der Regel stärkere Rohstoffe, Anstieg der Rohstoffe. Und die USA, ja, eine Nation, die viel mehr konsumiert, als sie eigentlich erwirtschaftet, ergo eben viel mehr importiert, als sie exportiert. Und wenn der Dollar schwach ist, dann werden diese Exporte gewissermaßen teurer für die USA. Was bedeutet, dass die Inflation eben nach oben geht? Das ist das Resultat, das wir jetzt sehen könnten. Hier sehen wir mal den Bloomberg Commodity Index. Wir sind den Euro, der an einer zentralen Abwärtstrendlinie seit vielen Jahren ist. Und eben dieses Defizit in den USA, das immer weiter eskaliert, das jetzt mit der Zinssenkung eben auch Investments in den Dollarraum unattraktiver macht. Da gibt es absehbar dann weniger Zinsen. Gleichzeitig habe ich das Risiko einer weiter eskalierenden Staatsverschuldung. Weder Harris noch Trump wollen das irgendwie ändern, haben das irgendwie auch nur zum Thema gemacht. Dementsprechend fürchtet man, dass hier einiges auf einen zukommt. Und wir haben ja jetzt Defizite 6-7%, wie Sven Henrik hier richtigerweise zeigte, des BIPs oder des Haushalts zum BIP in den USA. Und das, wo wir noch nicht in einer Rezession sind, wo wir in den letzten Jahren ja starkes Wachstum hatten und trotzdem haben wir diese Defizite. Was passiert, wenn wir in eine oder wenn die USA in eine Rezession fallen? Dann würden wahrscheinlich diese Relationen Defizit zu BIP noch viel weiter nach oben schießen, würden das Vertrauen in den Dollar weiter schwächen. Und hier rechts sehen wir mal den Dollarindex, der nach unten auszubrechen droht, allerdings schon weit unterhalb seines Bollinger Bandes ist. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass die Dinge ein bisschen extrem sind, aber rein technisch kann das ziemlich unschön werden. Wir sehen hier auch den Dollar-Yen unter 144 aktuell. Als das letzte Mal der Fall war, war der Nikkei mal schmale 18% tiefer. Also der Dollar
könnte sich zu einem Sorgenkind entwickeln. Ein starker Dollar ist schlecht, weil das die Schuldner in der Welt, die in Dollar verschuldet sind, unter Druck bringt. Aber ein sehr schwacher Dollar ist auch schlecht, weil eben die inflationären Tendenzen dann steigen und das eben auch eine Art Vertrauensverlust in den Dollar dann signalisiert. Schauen wir uns mal jetzt an, was im September passiert ist. Normalerweise ist so die letzte Augustwoche saisonal sehr gut, aber dann wird es unschön im September. September hat nur eine Positivrate von 33%, ist also zu zwei Dritteln negativ mit einem Durchschnittsperformance von etwa minus 3%. Der Oktober ist dann noch schlechter in der Regel. Also das kommen jetzt nach dieser Woche zwei schwierige Wochen auf uns zu, in denen auch die Hedgefonds Aktien verkaufen. Hier sehen wir, dass Hedgefonds wohl so heftig verkaufen werden wie seit März 2022 nicht mehr, während die Privatinvestoren dicke drin sind. Retail Investors Net Purchases of US Equities, sehen wir, ist massiv nach oben gegangen. Insgesamt ist man jetzt fast so hoch investiert, was die Haushalte betrifft, in Richtung Aktien, wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Aber es ist natürlich alles gut, auch in der Demokratie USA, nachdem die US-Demokraten, die Partei der US-Demokraten, ja diesen Parteitag gemacht hat in Chicago, der gesagt hat, macht euch keine Sorgen, wir bringen gute Musik und haben eine Kandidatin, die nichtssagende Phrasen raushaut. Und das wird auf Dauer zu wenig sein. Man hat das Gefühl, die US-Demokraten schüren die Angst vor Donald Trump, schüren die Angst vor einer Abschaffung der Demokratie, indem sie dann im Grunde gleich selbst die Demokratie mit abschaffen. Eine Kandidatin, die wie Robert Kennedy hier gesagt hat, die sich nicht äußert, die nie ein Interview gegeben hat, keine Debatte gegeben hat. Ein Chicagoer Zirkus, der auf nichts basiert. Wer braucht schon eine Politik, wenn man Donald Trump hasst? Und das scheint das einzige Programm zu sein, das hier praktisch konkret benannt wird. Wir hassen Donald Trump, wir sind gegen Donald Trump. Da kann man ja gute Gründe für haben, aber es reicht nicht, das ist kein Dienst an der Demokratie. Robert Kennedy, der sich ja jetzt Trump anschließen wird, hat das, glaube ich, sehr, sehr gut und klar auf den Punkt gebracht. Und auf den Punkt bringt es auch Hannes Dipfel, der zeigte, dass Gold jetzt die Nummer 2 als Reservewährung ist, hat den Euro abgelöst, ja sowas, und das, obwohl der Euro deutlich zum Dollar zulegen kann in letzter Zeit. Aber guckt man sich mal die SWIFT-Transaktionen an, dann geht das beim Euro konstant in den letzten Monaten und Jahren nach unten, beim Dollar dagegen nach oben. Und wenn wir nach China kommen, und dann wollen wir uns mal anschauen, dass die PBOC jetzt die Zinsen unverändert gelassen hat, gleichzeitig gesagt hat, passt auf hier, wir dulden nicht, dass die Anleiherenditen weiter fallen. Warum fallen die Anleiherenditen? Weil man eben sagt, die Wirtschaft ist so schwach. Das sehen wir dann zum Beispiel auch an Immobilienkonzernen wie Vanke, die jetzt einen massiven Verlust eingefahren haben in 2024 oder einen massiven Verlust einfahren werden. Rechts sehen wir mal diese Yields auf Allzeittief, also die Anleiherenditen auf Allzeittief. Und China wird jetzt die Zölle gegen Taiwan anheben, nachdem Sullivan, der Sicherheitsberater, der US-Sicherheitsberater, jetzt Taiwan besuchen wird. Das sehen die Chinesen als Provokation. Und das wird das Verhältnis weiter ein bisschen belasten. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Paul, Kurswechsel. Jetzt die Frage, ja, wie schnell sinken die Zinsen denn? Wird das ganz, ganz schnell gehen oder wird das doch langsamer gehen? Das ist die große Frage, die man sich jetzt stellt. Langsamer als zum Beispiel die EZB. Also erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite und letzte, die Zinsen sinken, ist das gut oder schlecht für die Aktienmärkte? Da nochmal eine Analyse, was passiert, wenn das passiert, wenn A passiert, wenn B passiert, passiert das. Ein Blick in die Börsengeschichte, der, glaube ich, gute Lehren bereithält für das, was möglicherweise vor uns liegt. Also diese beiden Artikel. Ich sage Servus, ciao.